Okay, jetzt erzähle ich euch mal, was mit dem Bike passiert. Oh, nicht schlechtes Kleidchen. Oh, geht's schon los. Ja, es ist Winter, die Saisonvorbereitung geht los. Jo, die Saison ist geplant, es werden einige Rennen sein. Es geht los im April am Gardasee in Riva zum Bike Festival. Danach ist das Bike Festival in Willingen geplant. Dann geht es weiter zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, also Rad am Ring. Eine Woche später ist dann Duisburg das 24-Stunden-Rennen und zum Saisonabschluss werde ich dann nochmal im Sauerland auf dem Marathon unterwegs sein. Also für die Saison habe ich mir jetzt vorgenommen, also ich werde das mal jeden Tag zur Arbeit fahren. Das sind schon mal knapp 35 bis 40 Kilometer, je nach Strecke. Ja, abgetrocknet mittlerweile alles, sodass ich auch wieder den Wald nutzen kann. Ja, die Fahrt ist also sehr entspannt, viel Natur, da fängt der Tag gut an und die Arbeit kann kommen. Und ich biege in die Zielgerade ein. Jetzt wird noch schnell geduscht. Und dann kann es losgehen. Wenn das täglich passiert, ist das ein gutes Grundlagentraining. Auf der Rolle werde ich auch ein bisschen sein. Ich bin aber nicht so der Rollenfan. Ja, deswegen gehe ich lieber raus in die Natur und gehe laufen. Aber wenn ich auf der Rolle bin, bin ich ungefähr so zwei bis drei Stunden unterwegs. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, ca. 8.30 Uhr. Ich werde heute eine Runde joggen gehen. So, Runde auf der Strecke. Ich merke schon. Ich war letzte Woche ein bisschen erkältet, ein bisschen langsamer machen, aber das Wetter ist okay, ein bisschen windig. Ja, es geht jetzt Richtung Eifel, die da drüben anfängt. Wir sind ja in der Nähe von Aachen. Was gibt es Schöneres als Sonntagmorgen in der Natur zu sein? Wie ihr sehen könnt, die Tage sind noch recht kurz, es ist schon wieder dunkel, deshalb werde ich ein bisschen Indoor trainieren. Heute geht es auf das Rudergerät. Kurz umgezogen und schon kann es losgehen. Noch die Einstellung. 40 Minuten, einmal Start drücken. Oh, mitten im Training, also wer noch nie gerudert ist, ist auf jeden Fall anstrengend. Wir haben jetzt schon über 25 Minuten, 830 Schläge. Ja, über einen Kilometer. Einen Anstieg habe ich noch vor mir. 40 Minuten Rudern sind vorbei. Also ich kann nur empfehlen, wer im Winter mal eine Alternative sucht, zur Rolle oder ähnlich, der sollte mal aufs Rudergerät gehen. Ja, die Anmeldung für die Bike Festivals sollte man ziemlich früh machen, ja, wie zum Beispiel am Gardasee in Willingen. Mitte Dezember sollte man schon dabei sein. Habe ich natürlich schon gemacht, damit ich auch einen guten Startplatz bekomme. Ich werde für die Saisonvorbereitung auch an einem Enduro-Rennen mitmachen, um mal ein bisschen Härte reinzubekommen in mein Fahrradfahren, sage ich mal, ins Biken. Ich bin heute hier in Esnö in Belgien. Mal schauen, wie das wird. Mit dem 1:01 natürlich. Und ich sage mir einfach mal viel Glück. Erstes Enduro-Rennen vorbei. Ein Sturz gab es. Schulter, aber ist okay. Alle 6 Stages überstanden. Gutes Erlebnis. Jetzt kann die Saison kommen. In der nächsten Folge werde ich euch mitnehmen auf die Bike-Festivals am Gardasee und in Willingen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren.